Seit Anbeginn der Zeit ist es Freunden vorherbestimmt, sich zu duellieren. Ein ungleiches Duell auf Augenhöhe. Ja, da sind wir wieder für ein paar witzige Challenges. Schön, dass ihr auf dem Sonntag Zeit gefunden habt. Wir haben da ja so schon so ein kleines Zelt für euch hingestellt. Natürlich durchsichtig, damit man auch sieht, was da drin gleich passiert. Ich habe euch was mitgebracht. Hier. Vom feinsten Gourmet. Kennt ihr das? Ja. Ja? Ja? Soll zum Kotzen sein. Das ist auch Schwedener Zeug, ne? Ja, das ist ein Fisch. Das ist eine Delikatesse. Das ist teurer als Kaviar. Ich finde, man riecht schon. Nee. Riecht ein bisschen nach. Nee. Metall. Ja, ich glaube, da ist noch nichts, Matthias. Aber ich habe mal so im Internet gesehen, die machen das ja auch teilweise, aber nicht in so einem Zelt, ne? Nee, nee, das Zelt, das macht ihr nur. Okay. Das ist halt so, weil... Aber ich sehe schon, wie die Leute da so, das ist schon krass, glaube ich. Also jedes Video, was ich mir anschaue mit diesem Fisch, das ist, die kriegen alle einen Würgereiz. Natürlich. Ja, nicht mehr, kann ich bitte reingehen, bitte, bitte. Es geht schon los. Das ist krass. Und wir sitzen in dem Zelt. Selbstverständlich. Ja, wir müssen jetzt da rein und wer länger da aushält. Genau, dann macht ihr die Dose da drin auf und wer als erster rauskommt, der hat schon mal den ersten Appetitschmankerl heute aus seiner Seite. Ja, Matthias, willst du das aufstechen, das Ding? Wie machen wir das denn auf? Ich hab mal, guck mal, die machen ja die Dose, was ich immer so sehe, die machen die Dose auf und dann zischt das oder. Fliegt uns das Ding gleich um die Ohren, wir sind da in dem Zelt. Ne? Wenn du das jetzt in deine Klamotten da kriegst. Ne? Ey, ich sag dir, Junge, wenn da was an meine Klamotten kommt, Alter, dann hau ich die Dose, kipp ich dir über. Ich schwör's dir, ne? Ja, okay. Also pass auf, wo das hinspritzt. Oh, ich hab so einen Schiss. So, komm. Oh, warte mal. Ja, ich bin drin. Warte, warte. Wow. Warte, warte, warte. Ich kotze hier hin, gell? Du gehst dann aus dem Zelt, nee, bitte. Ich bin viel zu groß für das scheiß Zelt. Was ist denn da für eine Kacke hier? Hast du denn da versucht, das Fisch weg, das Zelt? Wir sind da sehen, mein Freund. Wie? Ja? Jetzt oder was? Ich hab da gehört, dass du auch irgendwo am Tricksen bist. Ich bin auch am Tricksen. Was bin ich am Tricksen? Wo bin ich? Hast du dabei? Hast du eine Maske dabei? Nein, nein. Hey. Hab ich nicht, schwör ich dir. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Was hast du denn dabei? Ja, einen Dosenöffner. Laber nicht. Ich bin am Tricksen, wo trickst du dich denn? Hä? Ja. Wer trickst denn hier? Ja. Nein, ich hab nichts gehabt. Dann dürft ihr jederzeit die Dose öffnen. Boah, jetzt voll der Wind, das fliegt voll weg, die Scheiße. Ja gut, dann lass mal anfangen, wa? Bist du bereit? Wo ist denn hier der Öffner? Wohl, stech mal so rein erstmal. Junge, das. Aber Matthias, ich sag dir, pass auf. Ey, mach das doch nicht da. Mach das da hinten. Komm, ich mach das. Nein, warte. Ey, wenn das mir in die. Ins... Dose, ich halte halt da, da, ich halte da überhaupt nicht halt fest. Warte, warte, ich habe eine Idee, warte. Wow! Oh! Ich habe eine Idee, warte. Ja! Ja! Ey, das ist auf den Stumpf gespritzt! Oh! Oh! Ey, guck mal, das ist... Boah, ist das dick! Warte. Alter! Ich hab aber dabei! Alter, ey, du bist nicht! Alter! Das Alter, stinkt! Meine Augen, Alter! Hier, nimm du das! Komm, nimm doch mal einen Zug! Geh weg, Alter! Nimm doch mal einen Zug! Ich bin auf mich drauf gespritzt! Alter! Junge, kotz mir nicht auf den Schoß! Ey, geh weg! Soll ich das weiter aufmachen? Ja? Boah, das riecht wie Fuß, ey. Noch schlimmer. Ey, wo bist du denn da rausgespritzt? Vor allem auf meinen Schuh. Wow. Boah, das stinkt so. Ey, Alter. Nimm mal, nimm mal eine Nase. Nee. Selbst im Mund ist es. Nee. Boah, meine Augen. Ey, ich sterbe. Ey, boah. Ja, komm, ich mach weiter. Boah. Nee, das Problem ist, jetzt bin ich richtig weit weg von der Dose. Geh mal da hinten, mach du da, ich mach da nichts mehr. Das stinkt das. Ach, das bei mir? Du, geh weg, Junge! Boah, Alter! Boah, ich hab da ein Messer. Oh, das stinkt so, gell? Das ist nicht normal. Wo ist wie denn? Können die so eine Scheiße fressen? Ich weiß es auch nicht. Ja, wie geht denn das auf? Oh, da kommt voll das Gas raus.
Boah. 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 Die Augen drehen davon. Ne? Alter, riech mal. Ey, das tropft, Alter. Pass auf. Nee. Boah. Oh, geil. Ja, komm, geh raus. Geh raus. Boah, stinkt das, Alter. Ey, aber ich finde es angenehm. Bist du verarscht, Alter? Ich finde es angenehm. Ja, dann mach ich die jetzt auf. Warte, ich fächel dir noch ein bisschen mal zu. Nimm noch mal einen Zug, komm. Geh weg. Soll ich aufmachen? Oh, ich finde, das duftet herrlich. Komm, holen wir uns den mal hier hin. Geh weg mit der Dose, Alter. Boah. Ja, wie soll ich das denn sonst aufmachen? Oh, boah, das stinkt so, gell, das ist nicht normal, Alter. Und jetzt soll ich das so aufmachen, mit dem Messer oder was? Boah. 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 Der soll das halt einfach aufgeben. Jetzt kam der Wind aber in meine Richtung hier. Oh, Alter. Ich hab eine Drohne mit, falls es zu schlimm wird. Oh, das kommt. Ja, aber wie soll ich das denn aufmachen? Boah, das reicht schon. Ey, das ist so krass, ne? Boah, das stinkt so. Ja, dann geh doch raus. Nee, geh du raus. Ja, dann mache ich jetzt hier noch ein Loch rein. Boah. Boah, Alter, wie können die sowas essen, gell? Das ist doch nicht normal. Matthias, komm hier raus. Wo ist der Öffner? Warte, wir machen das auf. Geh mal weg, dann passen wir her. Alter! Komm, ich schütte dir das über. Junge, fass mich nicht damit an. Muss ich jetzt echt näher rankommen, das Bild? Was soll da? Warte, ich mach das, ich kann das. Bleib mal sitzen. Boah, ja, hier. Ich kann mich da draufstellen, ich kann ja hier stehen. Guck mal, da. Hier, da noch ein bisschen. Ja, ja, warte, erstmal hier so. Boah, das Handtuch kommt weg. Auf dem Handtuch, Junge. So, jetzt. Boah. Boah. Ist ja fast auf mich geschwungen. Halt mal die Dose fest. Ey, müssen wir den essen? Halt mal die Dose fest. Einer von euch will den essen. Aber das habt ihr ja selbst in der Hand. Also. Da will ich mich verarschen. Boah, halt mal fest. Ja. Boah, ist das ekelhaft, ey. Das auf. Boah. Nicht nur rumpulen, da muss einer noch was fressen. Ah, da sieht aus wie ein Gedicken, Alter. Bah. Ja. Ey, ist da der Fisch komplett? Ich weiß nicht, was sie da nicht reinmachen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt nicht ist. Alter. Das ist ein kompletter Fisch, ne? Ja. Mit Gedärme und alles ist da drin. Ne? Ah, Alter, guck mal. Das kann man doch nicht essen. Ah, Alter, was ist das? Ah. Boah, das stinkt so. Eine witzige Geschichte, wir wollten stellen, die schon mal vor ein paar Wochen drehen. Und ich habe den für schon mal bestellt und ich kenne diesen Geruch, weil ich bin nach Hause gekommen. Und meine Tochter hat gedacht, dass er gut wird. Und hat die erste Dose zu Hause aus der Küche aufgemacht. Die hat sich ganz schön erschrocken, die junge Dame. Boah, das glaube ich, ey. Boah. Hey, komm, geh mal raus, Matthias. Ich gehe nicht raus. Ich gehe nicht raus, Junge, das ist harmlos. Ich hab nicht mal gehustet, Junge. Aber die übertreiben auch ein bisschen im YouTube und so. Ne? Die da so dieses hier machen. Das ist schon extrem, aber die kotzen ja. Also, boah. Ja, aber wir müssen ja, wenn du da so ein. Ess mal. Nächste Challenge, komm, wir beide nehmen so ein Stück. Pande, ich esse das nicht. Ja, da guck mal. Alter. Guck mal, wie das aussieht. Ey, Matthias, ich will nicht doch. Guck mal, wir sind schon 8 mal, Minuten. Guck mal, wie das aussieht. Oh. Aber Marco, im Dschungel wäre das. Ey! Oh. Ey, das ist verarscht. Du hast mir auf dem Rücken alles geschmiert. Oh, ey, das ist das Zeug, ne? Ey, guck mal. Alter. Das war schon nicht das Zeug. Natürlich. Wenn ich so mach, geht auch. Aber im Dschungel gibt's doch bestimmt viel schlimmere Sachen, oder? Ich hab Kacke im Mund gehabt, Alter. Ey, geh weg mit dem Ding! Ich schmeiß über dich drüber, gell? Hier!
Ich schmeiß das jetzt über dich drüber. Geh raus. Geh du raus. Hör auf. Ich schwöre dir, ich schmier mich damit ein. Geh weg. Ich will so ein Ding, ich schmeiß auf dich. Hör auf, du darfst keinen so einen Fisch auf mich drauf schmeißen. Wie sollen wir den noch essen, wenn gleich keiner mehr da ist? Sind noch genug drin. Junge, verpiss dich mit dem Fisch. Was soll ich damit? Komm. Boah, lass mich mal riechen. Aber hau mir den nicht in die Schnauze. Ich will nur riechen, wir machen einen Test, komm. Ja, hol mir ein Handtuch weg. Nee, nimm mal weg. Ey, hau mir, ich schwöre dir. Boah, Alter, das riecht noch ekelhafter. Nimm nur mal einen Zug. Nee, ich mach nichts, nicht. Mach ich selber. Ich will das nicht. Mach mir steckt das hier schon genug, Alter. Ey, geh weg! Geh weg! Geh weg damit! Ey, geh weg damit! Ich sag dir, ich schmeiß das auf dich drauf. Ist mir egal. Alter, wie können die so eine Scheiße essen? Das stinkt so ekelhaft. Bruder, die beschlägt schon das Zelt, ne? Boah. Ja, so langsam ist der Sauerstoff weg. Ich sag jetzt dir, wir kotzen hier bei 9. Boah. Soll ich das schon anfassen, Junge? Geht das raus? Ich weiß nicht. Doch, riech mal wie Scheiße. Ey, jetzt komm, hör auf. Komm, ich, hör. Ey, ich, mir ist das egal. Ich finde das nicht schlimm. Komm, du hast ich ja ich geb halt auf, Gott. Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Komm, bleib noch da drin, ne? Ja! Bah, Alter, boah, meine Hände, ich muss sie waschen, kein Alter. Kein Problem. Bah, guck mal, wo der hingeht. Bah, Alter. Oh. Ja, ich übernachte heute hier. Bah. Ist doch kein Problem. Ich hab auch noch mal Leckeres zu essen da. Genau, die Wiese haben wir auch den ganzen Tag geblüht. Ja, perfekt. Ja. Dann mach ich's mir jetzt bequem, ne? Ja. Also, Marco, bis dann. Hier riech mal meinen Finger. Nee, nee, nee. Komm. Nee, 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 nee. Hier riech mal, nee, nee, komm. Nee, nee, nee. Hier riech mal meinen Finger, nee, riech mal. Nee, nee. Bah. Bah, der ist doch ekelhaft, der Junge. Was stimmt? Das ist so ekelhaft und der chillt da drinne. Ja? Bah, das ist so ekelhaft, dass die Augen tränen, ne, da drinne. Klar, wenn man so durch den Mund atmet, geht das, ne? Aber das. Ja! Yeah! Ist doch kein Problem. Ich bin eher erkältet, deshalb. Bah. Ah, nimm mal bitte stinkt, einen. Stinkt, gell? Alter, ja. Aber habt ihr euch tapfer geschlagen. Ja. Ich war ja im Dschungel, ne? Und ich habe ja Ziegenanus im Mund gehabt, ne? Und hab's versucht zu essen, ging nicht, ne? Ja. Ich bin gespannt. Also das stinkt schlimmer wieder, ne? Ja. Ich bin gespannt. Also, aber die essen das ja, weißt du? Ja. Das ist ja. Du jetzt auch? Ja. Boah, Junge, ich glaube, ich schon mal zu seiner Bestrafung. Weil der hier. Naja, soll ich den halten oder was? Boah, wie das stinkt, Alter. Ich rufe auf jeden Fall Christina an, die soll ich heute nicht mehr küssen, ey. Bah. Soll ich das Bett auf den Balkon stellen? Ja. Genau. Ich rufe Christina heute an, die soll das Bett schon mal auf den Balkon stellen. Boah, spritzt der hier rum, ey. Wie kann man sowas essen? Boah, jetzt kommt der Wind. Aber die muss man doch kochen, oder nicht? Nee, nee, das ist schon alles so. Das ist ja wieder fertig. Aber das sind voll die Gräten, ey. Was ist das denn? Das ist doch kein Fisch, das ist nur Gräten. Komm, ich schläg das an, okay? Nee, das ist es. Boah, ist das salzig. Und? 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 Komm. Bah, Alter! Bah, wir können das essen! Bah, Alter! Boah, das ist so ekelhaft, gell? Das ist so salzig und. Boah, das schmeckt wie. Ja, wie? Scheibe Brot dabei. Wie Arsch! Nee, aber wie kann die das essen? Ich weiß nicht. Komm, probier mal. Nee. Aber okay, lass ich sag mal, der Geruch ist schlimmer, aber das. Schmeckt nur mal dran. Bah, ey. Boah, oh, nimm! Nee, ich will, nee, komm, ich hab das, reicht so, ich hab so einen kleinen Fitze gegessen, habt ihr gesehen, ne? Bam! Boah, so 34 Euro für so eine Scheiße, das kannst du nur wegschmeißen. Das, weißt du, das kannst du Leuten, wenn du die, mit denen ein Problem hast, das kannst du denen fort auslegen, weißt du? Aber mehr auch nicht. Einmal reinstechen, wegrennen. Ja, ist so. Ja, gut, ich hab die Challenge gemeistert, oder? Ja. War ja nicht wie viel, das stand ja nicht, habt ihr nicht gesagt. Ja, eigentlich wollte ich, dass die Dose schon leer ist. Nee. Komm, das reicht. Scheibe Brot dabei. Ja, tut mir wirklich leid, dass das zu teuer war und der jetzt so vergammelt, aber das kann man nicht essen. Also sorry, ich kann die Schweden nicht verstehen. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke.
wie immer, ne, einfach das Ding drücken, dann seid ihr am Start. Lasst uns einen Kommentar da und vielleicht könnt ihr ja kommentieren, was wir so als nächstes machen sollen. Genau, das wäre meine Sache, ne? Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.